Selbst ein unvollkommener Versuch ist beruhigend und ermutigend. Ist alles live. Das lasse ich drin. Fuck. 68 Ländern in Algebra, Geometrie und Zahlentheorie. Eine von ihnen. Der Akku ist fast leer. So, da würde ich sagen, ich mache jetzt noch so lange hier weiter, wie ich Akku habe. Und wenn der vorbei ist, würde ich noch was essen. Wenn wir keine Ahnung haben, wie die Antwort lautet, können wir zum Lexikon greifen. Oder Google. Wobei Lexikon grundsätzlich besser ist. Ey, fällt mir gerade ein, wo wir über Wissenschaft und wissenschaftliche Paper und so sprechen. Klar, Wikipedia weiß jeder mittlerweile als Start für eine Recherche super, aber irgendwann muss man halt auch mal bessere Quellen. Am besten immer Primärquellen. Primärquellen sind sozusagen Sachen, die etwas direkt untersucht haben. Also meinetwegen, ihr habt Interesse an griechischer Mythologie. Sekundärquelle wäre jemand, der die ganzen großen griechischen Dichter zusammenfasst und etwas darüber erzählt. Über Platon, Sokrates und Homer und wie sie alle heißen. Primärquelle wäre direkt, sich die Bücher, Schriften von Platon, Homer, Sokrates und so anzugucken und diese zu lesen, um etwas über die Mythologie zu verstehen, beziehungsweise wo wird irgendwie referenziert, von wo sich das ableitet. So, worauf ich jetzt aber hinaus will, wenn ihr, vielleicht habe ich das schon mal gesagt, wenn ihr wissenschaftliche Arbeiten oder Studien suchen wollt, weil ihr tatsächlich Primärquellen sucht, um etwas zu belegen oder euch um etwas zu bemühen, empfehle ich euch, besorgt euch, benutzt, das ist auch der einzige, den ich kenne, es gibt bestimmt noch andere und bessere, aber googelt nicht einfach nur danach, sondern geht bei Google. Entweder könnt ihr es eingeben oder im Desktop kann man das unter Einstellungen oder Suche verfeinern oder so. Gebt Google Scholar ein. Google Scholar ist eine extra separate Suchmaschine von Google, die hauptsächlich wissenschaftliche Arbeiten und Texte auflistet. Da sind natürlich auch viele Bücher und kostenpflichtige Texte, die damit auftauchen. Aber oft halt eben auch viele kostenlose. Und nur so als Beispiel. So, ihr könnt bei Wikipedia ja starten und dann geht ihr irgendwann zu Google Scholar oder weiß ich nicht, wenn ihr genau wisst, wonach ihr sucht, braucht ihr nicht zu Google Scholar zu gehen. Aber wenn euch irgendwie ein Thema speziell interessiert und das wollt ihr wissenschaftlich aufrollen, benutzt Google Scholar. So, nur so als Thema. Viele Leute wissen gar nicht, dass es das gibt. Ich wusste es auch nicht, bevor ich auf die Uni gegangen bin. Ja, ich habe studiert, bevor ich Schauspieler geworden bin. Ich Trottel. Warum bin ich Schauspieler geworden? Ich könnte jetzt in der Wirtschaft sein, für Audi arbeiten oder Mediasaturn. Ja, Mediasaturn vielleicht. Also ich könnte auch für Mediasaturn arbeiten, aber Prioritäten, Leute. Prioritäten. Okay, wo waren wir? Können wir zum Lexikon greifen? Genau, wir können zum Lexikon greifen oder zu Google Scholar. Oder ihr ladet euch ein Lexikon, eine Lexikon-App auf euer Handy runter. Ist auch eine Möglichkeit. Die kosten, glaube ich, auch nicht so viel. Wenn ihr in Hamburg seid, geht zu den Bücherhallen. Beste. So, bla bla bla, können wir Lexikon greifen. Oder wir können sagen, ich kann das nicht beantworten. Vielleicht kann das niemand. Wenn du groß bist, wirst du das vielleicht als Erster herausfinden. Das ist halt das, was ich meine. Zugeben können, wenn man etwas nicht weiß und andere ermutigen, es dann notfalls selber herauszufinden, wenn es klappt. Es gibt naive Fragen, langweilige Fragen, schlecht formulierte Fragen, die nach unserer... hier, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt keine dummen Fragen. Und jetzt geht er sehr viel besser drauf ein, als das, was ich gesagt habe, bezüglich der Abstufung von dummen Fragen. Warte mal ganz kurz. Okay, oh Gott. Okay, krass, der zweite Akku ist fast leer und der war neu. Das ist heftig. Vielleicht liegt das auch an der Temperatur hier, ich weiß es nicht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Egal. Ja, dann kriegt ihr vielleicht demnächst doch nochmal mehr Folgen von Hörbuch Hassel, weil ich nicht alles unterbringen kann, was ich unterbringen will. So, aber genau, was sagt denn Sagan dazu? Mr. Call. Call! Call! Es gibt naive Fragen, langweilige Fragen, schlecht formulierte Fragen, Fragen, die nach unzureichender Selbstkritik gestellt werden. Aber jede Frage ist ein Aufschrei, die Welt verstehen zu wollen.
Es gibt keine dummen Fragen. Dazu eine kleine Randbemerkung. Ich klammere hier die Salve der Warums aus, die Zweijährige manchmal auf ihre Eltern abfeuern. Vielleicht, weil sie das Verhalten der Erwachsenen kontrollieren wollen. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ne, wenn das Kind die ganze Zeit nach und nach und nach und nach fragt und irgendwann geht es euch so, halt die Klappe. Oder reicht jetzt, das muss dir erstmal reichen. So ungefähr, keine Ahnung. Ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie man mit Kindern redet. Ich weiß nur, wie man sie eventuell ermutigen kann, nicht wie man sie zum Schweigen bringt. Das müsstet ihr mit echten Eltern besprechen. Aber ja, genau. Das ist nochmal noch ganz schön kurz und knapp auf das eingegangen, wo ich eben gerade 20 Minuten drüber gesprochen habe. Okay. Intelligente, neugierige Kinder sind eine Ressource für ihr Land und für die ganze Welt. Das stimmt. Man muss sich um sie kümmern, sie liebevoll umsorgen und ermutigen. Aber bloße Ermutigung ist nicht genug. Wir müssen ihnen auch die wichtigen Werkzeuge geben, die sie zum Denken brauchen. Bei Tests von einem Bevölkerungsquerschnitt von 17-Jährigen in vielen Regionen der Welt rangierten die Amerikaner in Algebra in letzter Stelle. Ja, wundert mich nicht. Algebra ist echt anstrengend. Wissenschaft wäre viel cooler, wenn nicht so viel Mathematik involviert wäre. Nein, Wissenschaft wäre viel leichter für mich, wenn nicht so viel Mathematik involviert wäre. Weil Mathematik erschafft Lichtschwerter. Denkt mal drüber nach. Hello there. General Kenobi. Your move. Aber weiter im Text. Das ist immer jedes Mal, wenn es eine Fußnote gibt im Text, sage ich, weil ich das gerne mitlesen möchte, sage ich nochmal extra so dazu eine kleine Randnotiz, dann sage ich bla 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 bla, was da halt steht. Und dann sage ich, damit klar wird, dass es jetzt halt weitergeht, sage ich weiter im Text. Ich weiß gar nicht, ob Hörbücher sowas generell machen, ob sie Fußnoten, die interessant sein könnten, mitlesen. Und wenn ja, wie die das machen. Aber ich habe mir gedacht, das wäre irgendwie doof, die draus zu lassen, weil die manchmal halt echt interessant oder unterhaltsam sind. Und deswegen, das ist halt meine Art zu zeigen, okay, hier ist eine Fußnote und jetzt geht's aber weiter mit dem Haupttext. So. Weiter im Text. Weiter im Text. Das wäre auch was für ein T-Shirt, aber weiter im Text. Ich denke immer noch an T-Shirts, anstatt erstmal überhaupt mir was aufzubauen. Think big, think in T-Shirts. Ich glaube, es gibt ein Buch, was einem erklärt, wie man passiv mit T-Shirts Geld verdienen kann im Internet. Das fehlt noch in meiner Sammlung. Ja, ich habe haufenweise Bücher, die mir sagen, wie ich passiv Geld verdienen kann im Internet. Immobilien, Blogs. Ich glaube, das mit den T-Shirts habe ich sogar. Ich weiß es gerade nicht. Nischen. Boah, Nischenmarketing. Aber so lerne ich auch was über SEO. Ich muss es halt nur irgendwann mal anwenden. So zum Teil benutze ich, wende ich es hier auch an. Ich weiß auch, wie der YouTube-Algorithmus so halbwegs funktioniert, worauf ich achten muss. Aber ich bin auch ein bisschen faul. Warum bin ich so faul, Leute? Warum bin ich so faul bei solchen Sachen? Egal. Wird schon. Weiter im Text. Man muss sich um sie kümmern, sie liebevoll umsorgen und ermutigen. Aber bloßige Ermutigung reicht nicht. Mir fällt gerade auf. Lautet eine. Wir hatten heute noch gar keinen Uhrensohn zu Besuch. Scheint dann ganz gut drauf zu sein. Bei Tests von einem Bevölkerungsquerschnitt von 17-Jährigen in vielen Regionen der Welt rangierten die Amerikaner in Algebra an letzter Stelle. Guys, I feel you. Bei den PISA-Tests damals in den frühen Mitte 2000er hat Deutschland auch nicht viel besser abgeschnitten, glaube ich zumindest. Ich war nicht dabei, mir war es egal, aber ich habe es gehört, hat ein bisschen wehgetan. Italien weiß ich gerade gar nicht, hat aber glaube ich auch ein bisschen wehgetan. Also, ihr seid nicht allein. Kann nicht jeder gut in Mathe sein, ne? Wir brauchen auch Leute, die in anderen Sachen gut sind. Es gibt Leute, die Lichtschwerter erdenken und es gibt Leute, die Lichtschwerter bauen. Bestenfalls in einer Person, aber es hat auch nicht immer der Fall. Ja, vielleicht fehlt dem Denker das Handwerksgeschick. Mal gucken, wie lange ich diese Lichtschwert-Analogie durchziehen kann. Okay, Memo an mich selbst. In Zukunft, wenn ich schon kein Ladekabel mitnehme, zumindest das Akkuladegerät meiner Akkus mitnehme. Anscheinend. Also die neuen Akkus gehen genauso schnell leer wie die alten Akkus. Nicht so cool. Ich habe das Gefühl, ein bisschen schneller. Was echt nicht cool ist, aber die sind mittlerweile leider zu lange. Der Kauf ist leider schon zu lange her, dass ich die umtauschen könnte. Gut, da habe ich halt wieder einen Fehler gemacht. Und das andere Ding ist, ich hatte das Ladegerät. Ich habe gedacht, ich brauche das nicht. Ach, wozu brauche ich ein Ladegerät hier? Ich habe doch drei Akkus da. Ja, ist nur doof, wenn zwei von diesen drei Akkus nur halb voll sind. Gut. Ja, aber was soll's. Wir machen weiter, solange noch Saft in der Kamera ist. Ja, meine Lieben,
das war's jetzt soweit mit der vorerst letzten Folge aus den Polished Sound Studios in Hamburg von Hörbuch Hassel. Wir werden uns, wenn überhaupt, erst wieder am Schneidetisch sehen, falls ich da nochmal eine Folge für Der Drache aus der Garage aufnehme. Und falls wir uns nicht mehr innerhalb dieser Drachenserie sehen, wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns allerspätestens bei dem nächsten Hörbuch, was ich aufnehme, vielleicht auch schon vorher, einfach aus dem Grund, weil ich das ein oder andere Projekt auch noch nebenbei geplant habe. Ich bin am Überlegen, ob ich, wir kennen das ja alle, wir haben eine riesige Watchlist auf Netflix, Amazon, hast du nicht gesehen. Und ich dachte, das wäre ganz lustig, diese Watchlist von hinten aufzuräumen und durchzugehen und euch meine entsprechenden Gedanken dazu zu erzählen. Sowohl zu der Folge, also zu der Serie, die ich dann schaue oder dem Film, als auch zu allem, was mir dazu einfällt. Ich glaube, das ist ganz lustig. Ob ich die Kamera nebenbei laufen lasse, weiß ich gerade nicht. Das kann natürlich sehr ablenkend sein. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich kaum bis kein Material von dem, was ich gucke, reinbringen können. Aber unabhängig davon, das steht auch noch irgendwie an. Ein paar andere Sachen, die mir jetzt gerade so durch den Kopf schweben, um die ich jetzt nicht unbedingt groß erwähnen muss, weil das noch ausgearbeitet werden muss. Aber ja, es war wunderschön, euch dabei gehabt zu haben. Ich hoffe, ihr bleibt meinem Kanal erhalten. Wie gesagt, diese ganzen Hörbücher kommen ja nicht zeitnah zur Aufnahme heraus. Also sowohl nicht die Hörbücher als auch die Hörbuch-Hassels, sondern das wird jetzt, wahrscheinlich ist es jetzt gerade März oder Anfang oder Mitte, Ende Februar, wer weiß. Und danke, dass ihr so lange dabei wart. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt, wenn ihr anderen Leuten davon erzählt, was ich hier so mache. Und ja, wir werden einfach weiterhin hoffentlich Spaß haben, ein bisschen was zusammen lernen und vielleicht auch quatschen. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Aber ja, unabhängig davon, geil, dass ihr dabei wart. Bleibt stark, haltet zusammen, passt auf euch auf und ja, macht's gut. Ciao.